liftoff. We have a liftoff. Das Schnäppchenraumschiff hebt ab. Herzlich willkommen zur Countdown-Show. Hier ist jeder Countdown-Platz Ihr günstiger Preis. Entdecken Sie Schnäppchen wie aus fremden Galaxien. Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zur Countdown-Show hier bei Pearl TV. Der wohl einzigen Show im deutschen Teleshopping, bei der Sie wahrhaft galaktische Preise abräumen können. Wir werden Ihnen gleich in den kommenden knapp 40 Minuten insgesamt 10 Schnäppchen präsentieren. Und der Preis eines jeden Schnappers richtet sich nach seiner Position im Countdown. Bedeutet für Sie im Klartext, das Schnäppchen auf Countdown-Position Nummer 10 kostet Sie heute Abend gerade mal 10 Euro. Der Schnapper auf Countdown-Position Nummer 9 kostet Sie 9 Euro, der auf der 8, 8 Euro. Und so weiter und so weiter. Und Sie ahnen natürlich, worauf das hinausläuft. Selbstverständlich gibt es in einem Countdown noch eine Position 3, 2 und 1. Und ja, diese Artikel bekommen Sie heute wirklich zu diesen mega günstigen Preisen. Sie merken also, es lohnt sich definitiv, bis zum Ende dabei zu bleiben. Und ich für meinen Teil, ich bin soweit. Wie sieht es mit Mission Control aus? Alle Systeme sind bereit. Das klingt ganz hervorragend. Dann starten wir jetzt den Countdown mit Countdown-Position Nummer 10. Der passt natürlich, guten Abend, schönen guten Abend. Na? Der erste Artikel passt natürlich wie maßgeschneidert zu unserer Countdown-Show. Es ist ja alles so ein bisschen auf Space gemacht. Und jetzt haben wir eine wunderschöne Mondleuchte, eine sogenannte Solarmondleuchte mit einer RGB-LED-Leuchtkugel innen drin. Da geht es wirklich mal in ganz, ganz ferne Galaxien mit hinein. Oder vielleicht auch in Ihren Vorgarten oder in Ihren Garten, vielleicht auch auf dem Balkon in den Blumenkübel. Denn diese außergewöhnliche Deko hat nun wirklich nicht jeder. Sehr, sehr schön gemacht. Ein Vollmetallkorpus, den wir hier haben. Ich nehme dir mal eine ab. Oh ja. Können wir vielleicht bei deiner noch mal etwas genauer hinschauen. Ein Vollmetallkorpus und in der Mitte eine wunderschöne Glaskugel in einem sogenannten Crackled Glas gestaltet. Und die ist deswegen so außergewöhnlich, weil sie zum einen durch dieses, sieht so ein bisschen aus wie gesprungenes Glas, so dieses gecrackelte Glas, einen ganz, ganz außergewöhnlichen Look bietet. Mhm. Ja, und zum anderen natürlich eine sogenannte RGB-LED verbaut hat. Das heißt, Sie haben nicht einfach nur ein weißes Licht, Sie haben ein Farbwechselspektakel in unterschiedlichen Farben, sodass also immer wieder alle paar Sekunden eine andere Farbe aufleuchtet. Das sieht schon so, finde ich, hier ohne unsere oder in der Studiobeleuchtung schon richtig klasse aus. So im Halbdunkel, dann irgendwann mal so vorne im Vorgarten oder vielleicht draußen auf der Terrasse, wenn man im Sommer wieder draußen sitzt. Doch ein richtiger Hingucker, oder? Auf jeden Fall. Habe ich so noch nie gesehen mit diesem wunderschönen Halbmond und dann hier diesem Crackle-Glas. Sieht echt richtig gut aus und natürlich der Beleuchtung, die darf bei mir auf gar keinen Fall fehlen. Es sieht einfach wunderschön aus, wenn man dann abends auf der Terrasse sitzt und bald ist es ja endlich wieder soweit. Ich freue mich ja schon extrem drauf. Ich finde das klasse. Ich finde es jetzt absolut perfekt. Im Moment ist es natürlich noch so ein bisschen, wie soll man sagen, so etwas angedunkelt. Es wird natürlich jeden Tag etwas länger hell bleiben, das ist klar. Aber im Moment geht die Sonne eben noch relativ zeitnah unter. Da finde ich es immer schön, wenn man draußen ganz einfach irgendwas stehen hat, was so dieses schwarze Nichts quasi so, um in diesem Jargon zu bleiben, dieses schwarze Loch da draußen so ein bisschen oder einem bisschen mehr Tiefe verleiht. Da bietet sich so etwas natürlich an, vollkommen unkompliziert, weil Sie hier keinen Strom verlegen müssen und gar nichts. Sie suchen sich Ihren Lieblingsplatz aus, vielleicht auch mal in der Nähe einer Pflanze oder direkt mal in einen Pflanzenkübel platziert. Denn hier haben wir ein entsprechendes Solarpanel drauf. Das heißt, Sie brauchen keine Batterien und Sie brauchen keinen Stromanschluss. Quasi das Tageslicht sorgt dafür, dass Ihre Beleuchtung immer dann angeht, wenn dann abends die Dämmerung einsetzt, beziehungsweise wenn die Dunkelheit kommt. Denn logischerweise ist hier auch ein Dämmerungssensor drin verbaut. Übrigens zeigen wir Ihnen nicht das komplette Element. Die gesamte Länge dieser Lampe beträgt einen guten Meter, aber Sie haben diese kleinen Elemente drin, diese kleinen Zwischenstäbe mit gut 20, 25, immer knapp 30 Zentimeter insgesamt in der Gesamtlänge. Das heißt, Sie können selber bestimmen, wie lang die Lampe denn eigentlich sein soll. Ich denke mal, bei so einer schönen Palme oder bei einem schönen Strauch darf sie draußen gerne mal auf einen Meter hochgehen. Mhm. Wenn man sie vielleicht auf dem Balkon in den entsprechenden Blumenkübeln platziert, darf es auch gerne mal eine etwas kürzere Variante sein. Es passt dazu und ich finde, dieses Licht von der Kugel, dieses bunte Licht, spiegelt sich auch so ein ganz klein wenig in diesen Ornamenten von diesem wunderschönen Halbmond wieder, oder? Ja, es sieht wunderschön aus. Wie gesagt, habe ich so noch nie gesehen und das Ganze für 10 Euro. Ich bin echt fasziniert hiervon. Hat was, ne? Ja. Akku hält übrigens bis zu 6 Stunden. Das heißt, einmal voll aufgeladen wird er Ihnen den ganzen Abend über zur Verfügung stehen.
oder natürlich auch bis in die Nacht hinein, je nachdem, wie das dann aussehen wird. Eine außergewöhnliche Dekoration, und Sie dürfen natürlich auch in unserer Countdown-Show gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, obwohl wir hier von absoluten Schnappern sprechen, liebe Zuschauer. Nur bei Countdown-Position 3, 2 und 1 dürfen wir aufgrund der wirklich mega günstigen Preisgestaltung am heutigen Abend maximal einen Probesteller rausgeben. Hier dürfen Sie sich gerne austoben, und ich kann mir vorstellen, dass da auch der ein oder andere zu Hause sitzt und sagt, Mensch, das ist wirklich mal eine außergewöhnliche Deko. Habe ich so in dieser Form noch nie gesehen. Ist vielleicht auch mal was für einen netten Nachbarn oder für eine gute Freundin. Ja, da sagt man ja gerne zwischendurch einfach mal Danke mit einem Artikel. Zu diesem günstigen Preis, glaube ich, macht man da definitiv alles richtig. So oder so ähnlich könnte das dann vielleicht auch bei Ihnen aussehen. Wie gesagt, der Farbwechsel ist wirklich spektakulär. Ist hier bei unserer Studiobeleuchtung immer etwas schwierig zu zeigen. Aber ich glaube, wenn es dann bei Ihnen in die Dämmerung, in die Dunkelheit hineingeht, wird hier dieser Lichteffekt noch mal ganz besonders klasse herauskommen. Wir sind im Countdown auf der Position 10. Und ich habe Ihnen gesagt, dass sich die Preise für unsere Artikel nach ihrer Position im Countdown richten. Das bedeutet, Sie bekommen noch diese wunderschöne Mondleuchte gerade an dieser Stelle für gerade mal 10 Euro mit der ZX6326 und der 569 gerne bis zu 5-mal bestellbar. Und wir machen weiter im Countdown mit der 9. Ich persönlich ganz besonders drauf gefreut. Zum einen, weil es natürlich ganz einfach passt zu dem Stil unserer Sendung, zum anderen aber auch, weil ich behaupte, dass das mal eine ganz, ganz außergewöhnliche Dekoration ist, die wir Ihnen jetzt hier gerade anbieten. Es ist eine 3D-Hologramm-Lampe mit einem Leuchtmotiv mit der Bezeichnung Planet Erde. Ja, passt also wie gemacht hier zu unserer Show. Und ich möchte Ihnen mal beides zeigen. Ich mache meine mal auf die Seite, damit wir mal sehen können, wovon wir eigentlich sprechen. Denn so sieht das wirklich aus, als hätten wir eine komplette Weltkugel. Die Erde ist rund, ist wie eine Kugel gestaltet. Mhm. Wenn wir aber mal auf die Seite drehen, dann sehen wir, dass dieses ganze Element wirklich nur ein Hologramm ist. Das heißt, gerade mal so einen halben Zentimeter stark oder was, quasi eine Plexiglasplatte, auf die diese Ornamente quasi der Erde, zumindest der Kontinente, eingraviert sind. Wenn man es aber nach vorne dreht und es dann, wenn dann auch noch die Beleuchtung dazu kommt, sieht es aus, als wenn es rund wäre. Eine ganz verrückte Angelegenheit, finde ich, sieht man so relativ selten. Wir haben 2, 3 verschiedene Modelle von dieser Lampe, unter anderem auch die mit diesem Endlosknoten, die finde ich auch schon sehr klasse. Aber passend natürlich zu unserer Sendung, finde ich, ist auch das ein absolutes Highlight. Übrigens gerne entweder batteriebetrieben oder mit einem USB-Kabel ganz einfach mit dem nächsten Netzteil an einer Steckdose platziert. Beides wäre möglich. Und wir reden hier fast 9 cm Durchmesser. Zugegebenermaßen ist unser Erdball etwas größer, aber ich glaube, als Dekoration für zu Hause ist das die absolut perfekte Größe. Und ich denke, es wird Ihnen aufgefallen sein. Natürlich ist auch hier ein Farbwechsel-LED-Spektakel anzuschalten. Sie können gerne auf 5 verschiedene Modi einstellen. Das ist so eine Art Blinkmodus. Dann ist es so ein leichter Farbübergang von einer Farbgebung zur anderen. Selbstverständlich können Sie sich auch gerne Ihre Lieblingsfarbe raussuchen. Ich glaube, deine Lieblingsfarbe kenne ich, oder? Mhm, ja, rosa oder lila. Aber jetzt habe ich gerade in dem Fall hier diesen Farbwechsel angemacht. Auch das sieht wunderschön aus. Das sieht peppig aus, oder? Das gefällt mir einfach richtig gut, gerade weil es so optisch einfach schön aussieht. Es sieht wirklich aus wie so eine richtige Weltkugel, aber wenn man es zur Seite dreht, ist das wirklich richtig schmal gemacht. Also so eine kleine optische Täuschung, aber die hat was. Ich behaupte, dass viele von Ihnen zu Hause doch wahrscheinlich diese LED-Beleuchtungsmittel schon als dekorative Elemente entdeckt haben. Ja, ich persönlich bin auch ein riesengroßer LED-Fan. Ich weiß, bei dir sieht das nicht anders aus. Nur so klassische LED-Lampen sieht man sicherlich hier und da etwas häufiger. Auch diese LED-Streifen, die hat man sicherlich auch schon mal hier und da gesehen. Aber ich glaube, so ein 3D-Hologramm wie das jetzt hier, der Erdball natürlich, ich glaube, das ist für jeden Menschen absolut faszinierend. Und das Ganze dann auch noch mit einem entsprechenden Farbwechsel schon etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Natürlich ist eine Fernbedienung mit dabei. Das heißt, Sie müssen nicht jedes Mal aufs Knöpfchen drücken. Ganz bequem lässt sich das also auch von der Fernbedienung zu- oder abschalten. Auch die verschiedenen Leuchtmodi können Sie jederzeit entsprechend mit der Fernbedienung verändern. Ja, und wir sind im Countdown auf der Position Nummer 9. Und selbstverständlich bekommen Sie auch diesen Artikel gemäß seiner Countdown-Position zu einem äußerst günstigen Preis, in diesem Fall gerade mal für 9 Euro. NX9225 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer.
Und ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht. Vielleicht bin ich gerade so ein bisschen auf Countdown-Show gepolt. Aber wenn ich mir das so anschaue, gerade mit diesem Farbwechselspektakel, ich finde, das hat was. Das hat was ganz Außergewöhnliches. Das Motiv Planet Erde finde ich klasse. Und das dann auch noch mit diesen unterschiedlichen Farbgebungen ist wirklich was Außergewöhnliches. Genauso außergewöhnlich werden wir weitermachen in der Countdown-Show mit Countdown-Position Nummer 8. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann es ehrlich gesagt kaum noch erwarten. Ich fand es ja jetzt schon bei so 10, 12 Grad über Null, hat es mich schon so ein bisschen in den Füßen gejuckt. Die Fahrradsaison wird schon bald wieder losgehen. Ja. Und ich glaube, du freust dich auch drauf, oder? Ich freue mich sehr. Ich liebe das. Ja? Raus in die Natur, eine Fahrradtour machen. Mache ich gerne mit meiner Mama, mit meinem Bruder zusammen. Aber da möchte man ja auch gerne mal einkehren irgendwo, vielleicht mal ein Stückchen Kuchen essen gelegentlich. Und da sind wir bei den Schwachstellen des Systems. Ja, leider leben wir nicht in einer Welt, wo man mal eben ein schönes, mitunter auch teures Fahrrad ganz einfach an einen Gartenzaun lehnt und dann anschließend entspannt nach ein, zwei Stunden wiederkommt und es steht wieder da. Deswegen sollte man wahrscheinlich Vorsorge treffen, wenn man mit dem gleichen Fahrrad wieder nach Hause fahren möchte. Und dafür braucht man ein vernünftiges Fahrradschloss, am besten ein Kettenschloss, was ordentlich was aushält. Und genau dieses Kettenschloss möchten wir Ihnen hier anbieten. Es ist ein Kettenschloss unter einer Nylon-Ummantelung. Mhm. Das heißt, Sie haben hier 2,5 mm starke Stahlglieder. Sie kennen wahrscheinlich diese klassischen Schlösser, die man mitunter schon mal im Fachhandel bekommt oder die man sich mal eben so mitnimmt für ein paar Euro 50 mit diesem Dreizahlencode. Ja, die, glaube ich, gehen schon beim böse Angucken auf. Die habe ich nie so wirklich ernst genommen. Das hier ist mal wirklich ein Schloss, was auch den Namen entsprechend verdient. Bitte, damit man sich das Fahrrad nicht verkratzt, ist diese Nylon-Ummantelung entsprechend gut. Kannst du dir gut Zahlen merken? Ja, kann ich mir besser merken, als einen Schlüssel bei mir behalten. Du kennst ja auch die Schlösser mit den ganzen Schlüsseln, die verliere ich immer. Deshalb bin ich hier so froh, dass wir hier 5 Zahlen eingeben können. Am besten andere als jetzt hier 000. Ja, so 5 mal die 0. Ja, das ist nicht ganz so sicher, aber ich finde das klasse, dass man hier keinen Schlüssel braucht. Einfach Zahlenkombination. Ich behaupte, die meisten werden ein Geburtsdatum nehmen. Wollte ich gerade sagen, oder ich nehme immer meinen Geburtstag. Oder den Kennenlerntag oder sowas alles. Ich meine, wenn das Fahrrad irgendwo steht, man weiß ja nicht gerade, wann derjenige geboren wurde. Aber ich denke, Sie werden Ihre Kombination entsprechend finden. Ja. Übrigens ist das deswegen alleine schon so sicher, weil Sie bei 5 Zahlen ungefähr 100.000 Kombinationsmöglichkeiten haben. Und selbst der geduldigste Fahrraddieb wird wahrscheinlich irgendwann nach ein paar hundert Zahlenkombinationen sagen, weißt du was, dann klaue ich mir eben ein anderes Fahrrad und lass das da stehen, wo es ganz einfach hingehört. Ja? Also ich finde es ein ganz, ganz tolles Modell. Bitte, wir reden die ganze Zeit natürlich von den Fahrradgeschichten jetzt hier, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere ein Schloss braucht, um sein Motorrad zu sichern. Mhm. Vielleicht haben Sie auch einen Scooter oder einen E-Scooter, einen Roller oder irgendwas in dieser Richtung. Die nimmt man ja auch nicht unbedingt mit ins Restaurant oder in den Biergarten. Auch diese Geschichten wollen entsprechend gesichert sein, bevor Sie nachher zwei da stehen haben. Deswegen bitte auch bei solchen Gelegenheiten gerne mal drüber nachdenken, ob man sich nicht mal ein vernünftiges Schloss zulegt. Knapp 80 cm, 78 cm, um genau zu sein, in der kompletten Länge. Und meines Erachtens wirklich absolut sicher. Und übrigens durch diese Nylon-Ummantelung entstehen nicht nur keine Kratzer am Fahrrad, sondern das Ganze ist natürlich auch entsprechend Wind und Wetter geschützt, wobei Edelstahl natürlich auch nicht rostet. Aber trotzdem, Sie haben ein wirklich grundsolides Schloss, was Ihr Eigentum entsprechend sichern wird. Der Hubertus aus Recklinghausen hat es getestet und schreibt uns, das Kettenschloss mit 5-facher Zahlenkombination ist sehr zu empfehlen. Es ist praktisch, sicher und sauber in der Umhüllung. Und damit hat er völlig recht. Die nächste Fahrradsaison kommt bestimmt. Vielleicht haben Sie auch schon Lust drauf, endlich mal wieder in die Pedalen zu treten. Hier können Sie Ihr Fahrrad sichern für gerade mal 8 Euro mit der Bestellnummer NC5495 und die 569. Auch hier gerne bis zu 5-mal bestellbar. Wir machen weiter bei uns im Countdown mit Countdown-Position Nummer 7. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich dich ein bisschen provoziere und sage Hex. Ja. Nein, lass ich bleiben. Aber der Grund, warum ich das so sage, ist die Formulierung Zauberstab. Ja. Ja? Und genau den haben wir jetzt hier. Ist
vielleicht eher was für kleine Kinder, wobei ich als Erwachsener da auch noch Spaß dran habe, oder? Ich auch, auf jeden Fall. Aber es geht ja nicht darum, dass man sagt, Lingardium Leviosa oder irgendwie sowas, oder was Harry Potter da immer gesagt hat. Wir sollen natürlich hier was ganz Besonderes rauszaubern und das werden wir jetzt mal testen. Magst du Seifenblasen? Ja, ich Blöde liebe Frage, Seifenblasen. Oder? Ja? Auf jeden Fall. So, dann testen wir Sieht das auch mal. Immer schön aus bei Fotos oder so. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Jetzt pass mal auf. Du weißt, wie es geht? Du musst hier drauf Vorsichtig drücken, aufklappen, richtig? Ja. So, oh. Ich mach mal mit. Moment. So. Ja, es bedarf ein wenig Übung, gestellt. Aber ich mache es ja gar nicht. Achtung, Moment. Hm. Wow. Ah, so ungefähr. So. Ja. Sie merken, ich kann keine Seifenblasen machen und reden gleichzeitig. Oh. Wir üben das auch noch mal ein bisschen. Aber es macht schon Spaß. Wie gesagt, es bedarf ein wenig Übung. Bitte, dass man hier natürlich diese Seifenblasenflüssigkeit mit jeder handelsüblichen Spüli-Lösung mal eben herstellen kann. Ich glaube, das weiß jeder. Also ich glaube, über Seifenblasen muss ich Ihnen nichts erzählen. Wie die gemacht werden, wissen Sie. Aber ich glaube, in dieser großen Form, und ich versuche es nochmal ganz vorsichtig. Ah, war nicht vorsichtig genug. Moment. Im Weltraum geht das schlecht. Merkst du das? Bitte? Im Weltraum geht das nicht so gut wie Ja, das auf ist der die Erde. Schwerelosigkeit, mit der wir hier gerade zu kämpfen haben. Zugegeben, ein bisschen Übung gehört dazu. Ja? Das hat doch vor der Sendung so hervorragend geklappt. Ja, als wir noch auf der Abschussrampe standen, habe ich mir gedacht, da geht das doch ganz gut. Hm? Nochmal versuchen. Moment. Vor allem muss ich jetzt ganz, ganz vorsichtig laufen. Ja, eine, ja, ja. Ein Spektakel, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, warte mal. So, jetzt Achtung. Muss doch mal möglich sein, hier mal eine Seifenblase hinzugehen. Pass auf. Die platzt immer so schnell, oder? Was mache ich falsch? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen. Also ich denke, Sie werden es zu Hause hinbekommen und ich denke, das Prinzip ist wahrscheinlich auch ist klar geworden. Das ist natürlich ein super Geschenk für Kinder. Ja? Jetzt habe ich ein bisschen seifige Finger. Ein super Geschenk für Kinder. Ein Spektakel, wenn man Fotos machen möchte. Sie kennen das bei einer Hochzeit, wenn man aus dem Standesamt kommt oder aus der Kirche kommt, dann finde ich es immer sehr, sehr schön, wenn da irgendwas im Hintergrund zu finden ist und gerade die Großen hier. Ich habe mal in Barcelona vor einigen Jahren, habe ich im Parc Güell, was ist los? Ich finde das lustig. So ein bisschen schmierig wird das. Ja. Ich habe mal in Barcelona im Parc Güell habe ich mal einen gesehen, der konnte das auch mit riesengroßen Seifenblasen. Ja. Ein bisschen romantischer aus. Musik im Hintergrund. Und überall flogen diese großen Seifenblasen durch die Gegend, bevor sie denken, der hat sie nicht alle. Das war wirklich ein Spektakel. Ein richtiges Spektakel. Mit ein bisschen Übung bekommen Sie das hin. Ich bin da voller Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. Ja? Also uns hat schon riesen Spaß gemacht. Ich denke, bei Ihnen wird das nicht anders aussehen. Und so kleine Seifenblasenmacher, ja mein Gott, die findet man dann wirklich an jeder Ecke. Das ist so ein 2-3-Euro-Artikel irgendwo in einem Kiosk. Aber sowas hier findet man bestimmt nicht überall. Und ich behaupte, dass man damit gerade mal im Hochsommer, wenn man draußen unterwegs ist, wunderschöne Seifenblasen machen kann. Tolles Spielzeug, sagt unser Kunde aus Walbersdorf, nicht nur für Erwachsene. Anleitung für Seifenblasenflüssigkeit liegt bei, aber am besten gleich den Nachfüllpack mitbestellen. Ja, oder Sie nehmen ganz einfaches Spülmittel, was Sie an der Spüle stehen haben. Bestellnummer ist die NC1807 und die 569, klar, Countdown Position 7 sagt 7 Euro. Aber es gibt auch eine Position Nummer 6 und die schauen wir uns jetzt an. Also an unserer Fähigkeit mit den Seifenblasen müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Wir gehen ins Trainingslager. Aber bevor wir das tun, haben wir natürlich jetzt hier eine ganz, ganz spektakuläre Geschichte. Ich muss mal schauen, ob da Batterien drin sind. Lass mal gucken. Denn man kann die hier auf zwei verschiedene Arten entsprechend leuchten lassen. Deine ist an, genau. So, guck mal, meine auch. So. Es geht um eine Dekotischleuchte, eine LED-Dekotischleuchte. Ich sage das bewusst so dazu, wenn man im ersten Moment, wenn man hier das Leuchtmittel so sieht, versucht sein könnte, doch vielleicht eher an eine klassische Glühbirne erinnert zu sein. Mhm. Mitnichten, das sieht so aus wie eine klassische Glühbirne. Es ist aber de facto ein LED-Leuchtmittel. Und Sie haben das gesehen, wir haben die Lampe, wir sind hier komplett ohne Stromanschluss unterwegs, gerade eben unter dem Sockel eingeschaltet. Ganz einfach deswegen, weil wir hier Batterien reingepackt haben. Wenn Sie keine Batterien verwenden wollen,
können Sie natürlich auch jederzeit mit einem USB-Netzteil das Ganze mit einer klassischen Steckdose verbinden. Der Verbrauch hält sich hier aufgrund der LED-Beleuchtung nun wirklich in sehr, sehr überschaubaren Grenzen. Das Schöne ist, wir haben hier einen, wie sagt der Fachmann so schön, einen kubischen Sockel aus echtem Beton, deswegen wiegt das gute Stück, also auch fast 700 Gramm. Das ist schon ein Kaliber, wenn man das in der Hand hat. Ja. Macht das Ganze natürlich stabil, aber es sieht ja wohl, Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage, mal rattenscharf aus. Das ist doch top, top angesagt hier momentan, dieser ich Style. Ich wollte gerade sagen, das ist top modern. Das hat man ja momentan sehr, sehr oft mit diesem schönen Sockel hier zusammen. Und dann natürlich auch diese Lichtfarbe. Warmweiß gefällt mir besonders richtig gut. Cool, ne? Ja, Wahnsinn. Und das hier für 6 Euro, ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Witzigerweise, du kennst doch hier, nee, warst du, glaube ich, noch nie dabei, bei der Barbara hier bei uns im Ort in Dassel. Ja, die hat ein sehr schönes Restaurant und da stand, als ich letztens mit dem Ingo Backgammon gespielt habe, gucke ich so an Ingo vorbei und sehe genau diese Lampe da stehen. Wow. Ich sage, Barbara, schön. Ich sage, komm mal gerade. Ja, kam sie zu mir, ich sage, wo hast du die Lampe? Er sagt, die habe ich mir bei euch bestellt. Ach ja, na klar. Sag, hat sie richtig gemacht. Was hast du denn bezahlt? Hast du normalerweise auch so um die 10 Euro. Ja. Das ja auch schon günstig wäre, aber wir sind im Countdown auf Position Nummer 6 und Sie dürfen hier, und das sage ich gleich bei diesem tollen Leuchtmittel dazu, bis zu 5-mal pro Besteller gerne zugreifen. Ich kann mir vorstellen, dass auch eine rechts, eine links auf dem Sideboard gut aussieht. Oder vielleicht mal so als kleine, dezente Beleuchtung irgendwo auf einem Regalbrett beispielsweise. Und dadurch, dass man sie eben auch mit Batterie betreiben kann, kann man die auch mal in eine geschlossene Vitrine stellen. Ja, oder mal ins Schlafzimmer, mal so als kleine Hintergrundbeleuchtung. Also es ist wirklich schon was sehr Außergewöhnliches. Wir zeigen die häufiger schon mal unter anderem auch in der 10-Euro-Überraschungsshow hier bei uns im Programm. Aber so günstig, in diesem Fall für gerade mal 6 Euro, habe ich sie hier bei uns bei Pearl TV noch nicht gesehen. Und ich möchte wetten, auch draußen im Einzelhandel werden sie wahrscheinlich vergeblich nach einem solchen Leuchtmittel zu diesen Konditionen suchen. Die Bettina aus Mörfelden-Walldorf hat es getestet. Die Lampe macht ein sehr angenehmes, dezentes Licht, wunderbar zur Deko. Und damit bestätigt sie genau das, was du gerade gesagt hast. Du bist auch mehr so schwarz-grau eingerichtet zu Hause, oder? Ja, würde genau bei mir reinpassen. Mit dem Betonsockel? Mhm. Passt bestimmt auch gut zu deinem Sofa. Stimmt. Monika bekommt morgen ein neues Sofa geliefert. Im Moment hat sie keins zu Hause und damit ziehe ich sie schon den ganzen Tag auf, damit sie den Hintergrund verstehen. Dekorative Beleuchtung, sagt die Petunia aus Mohart und dem kann ich mich nur anschließen. Eine wunderschöne Tischleuchte, eine Deko-Tischleuchte für gerade mal 6 Euro. Wo kriegst du denn solche Preise, jetzt mal ehrlich? Bestellnummer ist die NX 3219 und die 569 und wir machen weiter bei uns im Countdown mit Countdown-Position Nummer 5. Ja, bevor jetzt hier bei uns unser Raumschiff gleich abgeht, wenn wir den Countdown durchgezählt haben, lassen wir jetzt erstmal unseren selbstfliegenden Hubschrauberball abheben. Mhm. Und das ist jetzt auch mal ein richtiges Spektakel. Eingeschaltet, mal gucken. Oh ja, der leuchtet auch wieder, auch das ist richtig cool. Und den kann man einfach mit seinen Händen oder seinem Füßen ein bisschen steuern. Falscher Knopf. Meiner fliegt schon. Du hast geübt. So, Achtung. Ich liebe den, das macht so Spaß. Mach meinen da dazu. So. Oh ja. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, der sieht nicht nur richtig spektakulär aus, der hat natürlich auch diese, wie sagt man so schön, Gestensteuerung. Das heißt, Sie müssen ihn gar nicht berühren, damit der hier in die Luft steigt. Moment. Geht aber mit dem Fuß. Wie hoch? Versuch das mal. Geht das auch? Jawohl. Ja? Yeah. Achtung, hinter dir. Kennen Sie das Spektakel, wenn jemand einen, bleib mal hier bei mir, wenn jemand einen Ballon in die Runde wirft, einen aufgeblasenen Ballon, da muss kein Helium drin sein, ganz einfach nur einen Ballon nehmen und aufpusten. Mhm. Wenn dann auf einmal dieser Ballon irgendwo im Raum schwebt, egal ob 3 Jahre alt oder 80, die Menschen fangen an, damit rumzuspielen. Der wird angetupst, da wird gespielt, da wird gekickt, da wird gemacht und getan. Passiert ja nichts, aber macht unglaublichen Spaß. Und genau so ist das wahrscheinlich mit diesem selbstfliegenden Hubschrauberball auch. Ihnen ist aufgefallen, dass der noch so richtig cool beleuchtet ist. Was ist denn da hinten los? Achtung im Maschinendeck. So. Aber das ist natürlich mal ein richtiges Spektakel. Ich lasse meinen ja auch noch mal steigen. Hier, zack, zack. Gut 10 Minuten fliegt er mit einer Akkuladung übrigens. Also da müssen auch keine Batterien und gar nichts rein. Der ist schön leicht hier. Ja. Dauert eine knappe halbe Stunde, dann haben Sie den Akku auch schon wieder voll und dann kann das Spektakel weitergehen. Sie wären nicht der erste Kunde, der sagt, man konzentriert sich hier drauf, oder? Cool. Der sagt, da bestelle ich mir nochmal einen zweiten oder einen dritten mit, weil das ist wirklich klasse. Ich behaupte mal, eine richtig schöne Geschenkidee. Ich kriege ich jeden Fall, wieder da runter. Ich muss schnell zugreifen. Da
Das macht einfach super Spaß. Das Schöne ist jetzt, wenn sie mal drankommen, zack, ja, sie tun sich nichts. Also da passiert überhaupt nichts mit. Auch wenn Möbel oder was in der Nähe sind oder auch wenn kleine Kinder mal damit spielen. Es soll Spaß machen und es ist weitestgehend verletzungsfrei. Man muss sich schon sehr dumm anstellen, um sich da zu verletzen. Also ein sehr, sehr schön gemachtes Teil. Dieser knapp 10 Minuten Flugzeit ist ein Spektakel. Dann haben wir richtig ein bisschen außer Atem, oder? Ja, man bewegt sich auch ein bisschen. Aber es sieht wunderschön aus. Schauen Sie mal hier die ganzen Lichter. Also gerade auch im Dunkeln ist das bestimmt richtig cool. Jetzt, wenn es wieder wärmer wird, draußen auf der Terrasse. Im Halbdunkeln, da hast du Gäste eingeladen und dann packst du den aus und sagst, so, fang den Ball. Ja. Ja, so. Da räumst du aber besser vorher den Tisch ab, sonst gibt's hier Chaos. Unsere Kunden sind absolut voll des Lobes und ein richtiges Spektakel. Die Paula aus Neu-Boltenhagen schreibt uns, ein toller Spaß für die Kinder. Mit etwas Übung können die Kinder auch gemeinsam damit spielen und ihn sich zufliegen lassen. Stimmt. Ist auch mal eine Idee, oder? Ja. Man muss ihn ja nicht nur von unten, man kann ihn ja auch so seitlich antippen. Mhm. Dann wechselt er also auch die Richtung. Mhm. Mal mit dem Fuß, mal mit dem Knie, mal mit dem Hintern. Also es gibt da... Man muss ihn nur wieder schnappen können. Sehr schön. Ein Geschenk für unseren 11-jährigen Sohn, weiß die Melanie aus Carmen zu berichten, das aber die ganze Familie zum Suchtfaktor werden ließ. Für Koordination und Geschick ein absolutes Klasse-Ding. Recht hat sie. Also wir haben hier bei uns im Studio schon ein paar Mal richtig Spaß damit gehabt. Und ich denke, bei Ihnen zu Hause wird das auch nicht anders aussehen. Und für so einen schlanken Fünfer, wir sind im Countdown hier auf der 5, für gerade mal 5 Euro, glaube ich, nehmt mal den Spaß nochmal mit, oder? Bestellt auch vielleicht nochmal einen zweiten oder einen dritten. Ich glaube, da werden sie richtig Freude mit haben. Akku betrieben. Und zu haben mit der NX 1905 und der 569. Und bei uns geht's weiter ab in die Lüfte mit Countdown-Position Nummer 4. So lustig, als ich mich auf die Artikel vorbereitet habe im Laufe dieser Show, bin ich über einen Begriff gestolpert, den ich recht sachlich und so recht unemotional fand. Das ist ein Kurzzeitmessinstrument, was du gerade in der Hand hast. Ein Kurzzeitmessinstrument? Ein Kurzzeitmessinstrument. Okay, das habe ich noch nie gehört. So, ich nenne das Eieruhr. Danke, das war erster Gedanke. Wer kommt denn auf die Idee, so ein Ding Kurzzeitmessinstrument zu nennen? Das ist eine Eieruhr und zwar eine richtig waschechte Eieruhr. Sieht nicht nur so aus, sondern ist natürlich auch bestens dafür geeignet, um Eier zu kochen. Und die Frage, die sich jetzt aufdrängelt, ist natürlich klar, wie magst du denn deine Eier? Weich oder hart gekocht? Die Mitte macht's. Die Mitte macht's. Ja. Das heißt? Nicht zu weich, dass ich das nicht rausschlürfen muss, aber auch nicht zu hart. Also so 5 bis 6 Minuten mache ich das immer. In kochendes Wasser gelegt oder in kaltes? Wasser. In kaltes Wasser und dann 6 Minuten, also 6 aufkochen lassen und dann 6 Minuten drin lassen. Da werden die aber ganz schön weich, oder? Das geht. Vielleicht liegt es an meinem Ofen zu Hause. Also wenn das Wasser kocht, lege ich sie rein und mache dann 6 Minuten. Ach ja. Ja, oder? Dann sind wir so halb gar. Ja. Ja. Aber kann man ja machen, wie man das möchte. Zumal man also hier eine mechanische Geschichte hat. Ich drehe mal ganz kurz ein Stück auf. Mhm. Es tickt aber ganz dezent. Das hören Sie eigentlich gar nicht. So, ich stelle den mal dahin. Wobei es könnte irgendwie. Ich muss mal durchlaufen lassen. Ich habe, glaube ich, zu viel gemacht. Achtung, dann kommt nämlich dieses schöne Geräusch. Nicht erschrecken. Naja. Hatte ich mir ein größeres Spektakel drunter vor. Ich dreh mal weiter auf. Also. Das muss doch mal möglich sein, den hier mal. Ja. Aha, siehst du? Ja, bei 3 Minuten. Da sagt er was. 3 Minuten ist doch gar nichts. So. Schöner Klang, finde ich. Es gibt so viel, man hat so viel Gedudel auf dem Handy und so weiter. Aber so das Ring ist ja mal so richtig schön. Aber auch mal für eine Pizza. Ganz wichtiger Punkt. Mache ich auch gerne. Ich vergesse sie gerne. 180 Grad Umluft, 12 Minuten. Und hast eine halbe Stunde telefoniert und denkst auch immer, das riecht hier so komisch. Ja, richtig. Ja. Das ist schon mal passiert. Bestimmt Ihnen auch. Sie müssen gar nicht so grinsen zu Hause. Zu meiner Schande muss ich gestehen, das ist gar nicht lange her. Das war letzte Woche. Wenn Sie die Ofentür aufmachen, müssen Sie aufpassen, dass der Rauchmelder nicht losgeht. Ja, lachen Sie ruhig, ich glaube, das kennt jeder. Wie heißt das nochmal? Kurzzeitmesser? Kurzzeitmessinstrument. Mhm. Kurzzeitmessinstrument. Achso, übrigens ist das. Ist das, genau, für 4 Euro. Jetzt muss ich mich gerade mal ganz kurz einen Moment sammeln. Das ist nämlich folgendermaßen gemacht. Sie können also bei 1 bis 15 Minuten Einstellzeit, geht das in 1-Minuten-Schritten. Ja. Das wäre natürlich bei 60 Minuten ganz schön lange. Sie können das Ganze von 15 bis 60 Minuten in 5-Minuten-Schritten timen. Mhm. So ist das gemacht. Also 60 Minuten wäre das absolute Maximum.
Ich behaupte, dann kannst du die Pizza wahrscheinlich. Das ist dann für den Kuchen. Kannst du die irgendwo hin, weiß ich nicht, wo reinstreuen. Also machen Sie es vernünftig mit einer richtig schönen Eieruhr oder wie der Fachmann sagt, ein Kurzzeit-Messinstrument, übrigens auch toll gemacht. Die Haptik ist großartig, ist echtes Edelstahl, was wir hier haben. Also erst wenn mal ein Unglück passiert, ein kleines Malheur passiert, gehen Sie mal mit dem Läppchen drüber, dann ist das Ganze auch schon wieder sauber. So, wir haben hier gerade die Countdown-Position 4 und bieten in diesen Artikel für gerade mal 4 Euro an. Ich bitte Sie, ja? Natürlich kriegst du die Plastikdinger auch mal für 2, 3 Euro irgendwo anders, aber ganz ehrlich, mal eine schöne Edelstahl-Variante. Ist doch mal eine schöne Angelegenheit und macht sich gut auf dem Schrank. NX9480 und die 569. Und damit sind wir jetzt im Minimumsbereich mit Countdown-Position Nummer 3. Gerne zu. Ich muss immer noch an die kohlrabenschwarze Pizza denken und an diese Nebelschwaden, die durch meine Küche gezogen sind. Aber wir sind schon eine Etage weiter, ja. Und zwar mit einem Multitool. Und auch da war ich zugegebenermaßen etwas überrascht. Unter einem Multitool stellt man sich ja sowas vor wie so ein kleines Taschenmesser, mhm. Ja, was man so in der Tasche hat oder so am Gürtel hat. Aber das sieht irgendwie nicht so aus. Nicht so wirklich, ne? Nee. Also das war auch mein erster verdutzter Gesichtsausdruck. 14 in 1 Werkzeuge sind das. Also Sie haben ein Werkzeug quasi im Scheckkartenformat. Wahnsinn. Und das meine ich genauso, wie ich das sage. 7 cm lang, 4,5 cm breit, das ist sogar noch kleiner als eine Scheckkarte. Und ich behaupte, mit der entsprechenden Hülle, die sollten Sie auch nutzen, weil da scharfe Kanten dran sind, haben Sie natürlich jetzt hier ein Werkzeug, was ohne weiteres auch mal ins Portemonnaie, in so ein Kartenfach ohne weiteres reinpasst. Wenn man mal genau hinschaut, ich habe geguckt und mal überlegt, was könnte ich auf Anhieb erkennen von den 14 Werkzeugen, die dabei sind. Also ich erkenne ein Lineal. Ja, die Säge. Eine Säge, genau. Flaschenöffner. Ein Flaschenöffner, ein Kapselheber. Und ich behaupte auch noch so verschiedene Schraubendreher. Guck mal, hier an der Seite ist so ein Schlitzschraubendreher. Warte, insgesamt haben wir einen Mutterndreher oder einen Schlitzschraubenzieher, mhm. Und einen Mutterndreher in 6 verschiedenen Größen von 4 bis 10 mm. Das ist, glaube ich, das hier in der Mitte, oder? Was ist das hier? Was ist das Runde? Lineal haben wir. Das ist ein Winkelmesser. Das ist ja cool. Das Runde ist die Nummer 9. Ja. Das ist ja echt cool. Das hier, das Loch da hinten. Sehr gut. Also mal richtig. Wahnsinn, so viel dabei. Also Messer und Säge, Schlitzschraubendreher, Mutterndreher in 6 Größen, Kapselheber und Dosenöffner, Lineal bis 4 cm. Kann man hier und da auch mal dabei haben, ist bestimmt kein Fehler. Und ein Winkelmesser, das Ganze mit Aufhängeöse, wenn Sie das möchten. Aber es passt eben auch jederzeit mal eben ein ganz einfaches Scheckkartenfach in Ihr Portemonnaie mit hinein. Dieses Multitool ist ein nettes Gadget, klein, leicht und findet in jeder Handtasche oder im Handschuhfach Platz, weiß die Daniela aus Dortmund zu schätzen. Und das finde ich schön, dass also auch eine Frau sich dazu äußert. Sonst hätte ich gesagt, das ist so ein typisches Männerding, oder? Ja, das stimmt. Nee, brauchen auch Frauen und ein Zweier-Set, richtig? Das sind 2 Stück davon. Also 2 Stück davon. Wir sind im Countdown auf der 3 für gerade mal 3 Euro. Ist natürlich ein Knaller. Wir sind natürlich jetzt im Bereich angekommen, wo Sie nur einmal zugreifen dürfen. Nur einmal zugreifen, aber 2 bekommen, finde ich natürlich immer eine ganz coole Angelegenheit. Besonders für so einen kleinen Preis ist mit Sicherheit auch eine schöne Geschenkidee für einen netten Arbeitskollegen, für einen guten Kumpel, von dem Sie wissen, dass er gelegentlich mal hier und da was festschrauben möchte oder einfach mal einen Flaschenöffner braucht. Ja, wir gehen in den Sommer hinein, mal am Baggersee, wups, mal eben so eine Flasche aufmachen, kann man das doch super gebrauchen. Für 3 Euro ist die PE7312 und die 569 bitte nur einmal pro Besteller. Und wir sind im Countdown auf der 2. Weiter geht's. Jetzt kommt was ganz Knuffiges, was richtig Süßes. Ein kleiner Mini-Rasierer. Offiziell wird er bezeichnet als Mini-Reiserasierer. Wobei ich glaube, dass man so einen kleinen Rasierer wahrscheinlich immer mal dabei haben kann. Also das finde ich mal richtig cool. Wenn ich mir überlege, ich habe auch schon einen modernen Rasierer zu Hause. Ich habe mit 3 Scherköpfen. Das Doofe ist immer nur, wenn man den mitnehmen möchte, wenn man den irgendwo im kulturellen Beutel dabei hat, ja, dann nimmt er natürlich immer enorm viel Platz weg und so weiter und ist dann vielleicht auch mal vom Akku her irgendwo leer gelaufen, also muss das Ladeteil natürlich auch mal mit dazu. Dieser kleine Mini-Rasierer wird ganz stinknormal mit einer einfachen Batterie betrieben, mit einer Doppel-A-Batterie und hält für, und das hat mich also wirklich überrascht, bis zu 280 Minuten.
Weil natürlich hast du etwas weniger Fläche, die du damit rasieren kannst. Insofern sollte er ein bisschen länger halten. Mhm. Aber 280 Minuten ist natürlich schon mal eine richtige Ansage. Meiner hält 40 Minuten und dann muss der Akku auch schon wieder aufgeladen werden. Aber es ist eben ein kleines Mini-Rasiererteil. Und das Coole ist, Sie können natürlich hier auch jederzeit den Kopf abnehmen. Sie kennen das, meine Herren. Ja, da sammeln sich natürlich auch mal die Bartstoppeln dran. Ja. Das geht echt richtig gut. Ja, dann mal gucken. Am Handrücken testen, das ist eine gute Idee. Ja. Oh. Oh ja. Gerade für den Urlaub finde ich es wieder wichtig, dass man da einfach auch noch mal so einen kleinen Rasierer mit dabei hat. Weil manchmal vergisst man vielleicht manche Stellen oder es wächst einfach nach. Das ist ja so naturgegeben. Ja, und dann einfach noch mal drüber rasieren, finde ich super. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mal ein super Artikel ist für die Herrschaften, die vielleicht im Außendienst tätig sind. Wenn die Männer den ganzen Tag unterwegs sind, kennen sie das. Sie können sich morgen so glatt rasiert haben wie ein Babypopo. Mhm. Spätestens am Nachmittag merkt man dann schon wieder, dann fängt es wieder an zu kratzen, wenn man vielleicht noch einen späten Termin hat. Oder abends dann vielleicht mit seiner Herzangebeteten noch mal was essen gehen möchte und da mal knutschfest sein möchte und eben nicht hören will, du kratzt. Richtig. Hat man vielleicht hier noch mal eben schnell einen kleinen Rasierer zur Hand, mit dem man mal eben schnell nachrasieren kann. Der wiegt 36 Gramm. Ja, ich glaube ungefähr so viel wie dieses Blatt Papier hier. Also echt nichts, gar nichts. Den haben sie mal eben schnell in der Hosentasche. Da kommt eine Schutzkappe mit dazu. Und ganz ehrlich, das ist ein absoluter Knaller. Bei unseren Kollegen von Pearl.de liegt dieser kleine elektrische Mini-Reiserasierer bei knapp 10 Euro, was ich schon einen Spitzenpreis finde. Bei uns bekommen Sie den aufgrund der Countdown-Position Nummer 2 für gerade mal 2 Euro. Einmal dürfen wir den Probesteller rausgeben. Und auch der Manuel auf Molfsee findet ihn klasse. Idealer Zweitrasierer für die Reise. Ultraleichter und preiswerter Batteriebetrieb. Gerät rasiert erstaunlich gründlich und hautschonend. Also keinerlei Hautirritationen finde ich jetzt mal auch immer ganz besonders wichtig. Bestellnummer ist die NX8033 und die 569. Bitte nur einmal pro Besteller. Aber bei uns im Countdown geht es ins große Finale mit Countdown-Position Nummer 1. Jetzt weißt du, warum ich eben mit der Sonnenbrille hier im Studio rumgelaufen bin. Ja, jetzt wird mir einiges klar. Das finde ich richtig cool. Auf unserem ersten Platz unseren Sonnenbrillenhalter. Das ist mal ein richtig cooler Artikel jetzt. Ich habe mich schon so oft auf Sonnenbrillen gesetzt. Das ist es ja gerade. Das ist so ärgerlich. Ja? Ja. Man achtet ja nicht so wirklich drauf. Man nimmt sich ganz besonders die Brillenträger, oder? Dann hast du die Weitsichtbrille hast du auf der Nase, dann kommt die Sonne runter, dann legst du die Brille daneben, ziehst die Sonnenbrille auf und irgendwann hast du da mal eine Brille und da mal eine Brille liegen und zack, ist natürlich mal ein kleines Malheur passiert. Beim Bremsen rutscht du dir in den Fußraum und. Das muss natürlich alles nicht sein. Im schlimmsten Fall bückst du dich auch noch danach und schaust nicht mehr auf die Straße. Und genau deswegen haben wir jetzt hier einen sogenannten stabilen Kfz-Brillenhalter. Natürlich für jede Art von Brille bestens geeignet. Ich habe jetzt hier mal eine Sonnenbrille von mir mal ganz einfach genommen. Die kann man ganz einfach dran klippen und dann hält sie zuverlässig. Und vor allen Dingen lässt sie sich genauso einfach wieder lösen. Da ist vorne so ein kleines Hebelchen dran, was man ganz einfach kurz drückt. Und zack, dann öffnet sich der Mechanismus. Der stimmt. Übrigens jetzt haben wir es richtig. Ja, ne? Das andere ist nämlich für die Sonnenblende. Ja, ganz genau. Also dieser Metallhaken, der hier dran ist, der ist ein bisschen fester. Den kann man super an die Sonnenblende dranhängen. Ja? Geht übrigens auch mal hier so am Revers. Komm, kannst du sogar hier dran machen, wenn du das möchtest. Das dann so im Auto? Ja, cool. Würde auch funktionieren. Klasse. Ja, aber so eine Sonnenbrille hier oder in der Tasche, die rutscht ja vielleicht auch mal weg. Hier hält es ganz zuverlässig. Und ist wirklich ein sehr, sehr beliebter Artikel hier bei uns im Sortiment. Haben wir also wirklich schon häufiger gesehen, allerdings natürlich nicht für diesen Preis. Wir sind im Countdown auf Position Nummer 1. Ja, und wo kriegst du heutzutage noch mal was für einen Euro? Erst recht im Teleshopping. Hier bei uns in der Countdown-Show dürfen wir Ihnen diesen Artikel für gerade mal einen Euro rausgeben. Und das ist wirklich Spitzenklasse. Wie gesagt, hält nahezu überall. Gedacht ist er, wie wir es hier sehr schön sehen können, für die Sonnenblende. Und ich glaube, das kennt jeder. Irgendwann kommt da mal die Sonne raus und da reicht die Sonnenblende. Im Moment finde ich sowieso nicht. Die Sonne steht sehr tief, nach wie vor noch. Und wenn dann eben die Sonne auf dein Auge scheint, dann bist du natürlich eher im Blindflug unterwegs. Ja. Und insofern macht es Sinn, wenn man mal eben schnell zu einer Sonnenbrille greifen kann, die dann eben nicht irgendwo auf dem Beifahrersitz rumfliegt oder im Handschuhfach versteckt ist, wo man sich darüber beugen muss und alles. Dann doch lieber so, ganz einfach dran geklemmt und zack, das Ganze entriegelt. Und dann kommen Sie an die Brille auch ganz einfach dran. Finde ich einen sehr, sehr coolen Artikel, muss ich zugeben. Und sehr nützlich und hilfreich. Ja,
lieber die Brille da dran machen, ja, als sie irgendwo im Auto rumfliegen haben. Ja, ich sag's dir, ich habe mich schon so oft draufgesetzt und das ist so ärgerlich, weil man die Sonnenbrille dann in dem Moment braucht, ja, und natürlich auch das Geld, was dann kaputt ist. Ja, ganz genau. Aber hiermit für 1 Euro, also ich bin echt begeistert. Die cooler muss ich Clip mir auch bestellen, ja. Sehr cooler Clip. Kann man sich auch an den Gurt dran machen. Also dieser Clip ist wirklich stabil. Hält wirklich nahezu überall. Wie gesagt, gedacht ist er für die Sonnenblende. Aber ein richtig cooles Teil. Genial, einfache Ablagemöglichkeit für die Sonnenbrille. Platzsparend, rutschfest und verschmutzungsfrei, sagt die Patricia aus Husum. Zu bestellen mit der PE5652 und der 569. Und damit ist da, Dankeschön, liebe Monika, für die charmante Begleitung. Danke dir, Carsten. War wunderbar. Spaß, ja, war richtig, ne, lustig. Bedanke mich bei Ihnen zu Hause für die zahlreichen Bestellungen, für Ihr Interesse. Freue mich jetzt schon auf die nächste Countdown-Show hier bei Pearl TV. Und natürlich freuen sich die Kollegen, wenn sie ganz einfach bei uns bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.